Herzlich willkommen. Neben mir ist auch der Kollege, den mittlerweile einige aus der Partnerlandschaft beim Thema Chrono Hub kennen dürften, der Cyril. Hallo zusammen. Ist einer der Gründe, wieso wir hier gerade tontechnisch ein bisschen dran am Werkeln sind. Wir haben mittlerweile investiert in so ein bisschen ein richtiges Radiomikro, damit man uns hoffentlich gut hört. Also, da jetzt das Ja von einigen Leuten im Chat kam, hoffe ich auch, dass ihr uns alle gut hören könnt. Das wäre super. Ansonsten würde ich auch sagen, fangen wir doch direkt an. Ich gehe davon aus, dass ihr alle unsere PowerPoint sehen könnt. Ich habe die Präsentation aktiviert. Mikro läuft ja, das wissen wir jetzt. Dann legen wir auch gleich mal los. Also, eine Sekunde, ich mache hier noch das weg. Zur Info, das Ganze wird hier auch aufgezeichnet. Das heißt, im Nachgang wird das Recording auch auf YouTube erhältlich sein und ihr könnt es euch nochmal ansehen oder weiterleiten. Aber ich sende euch sowieso im Nachgang noch eine E-Mail, wo alles drin ist. Was haben wir heute vor? Es ist mal auf eine halbe Stunde angesetzt, daher möchten wir zunächst einmal vielleicht auch ein bisschen auf den Grundsatz der Lösung eingehen. Also was ist sozusagen die Challenge, die es auf dem Markt gibt, wo wir auch ja mit vielen Partnern seit, ich glaube, einem Jahr oder etwas länger gemeinsam drüber gesprochen haben. Was wir sozusagen realisiert haben, was die Erwartungen der Nutzer sind, was diese gerne hätten. Und dann kommen wir eben zum Thema Demonstration der Lösung, also die Zeiterfassung natürlich über Chrono Hub. Und nachdem ich den Part gemacht habe, steigt der Cyril dementsprechend noch ein und wird uns vor allen Dingen noch einen Ausblick geben mit der Roadmap, wie es mit dem Produkt in etwa die nächsten 6 Monate, würde ich etwa sagen, weitergeht. Fragen würden wir an den Schluss stellen, also dann einfach den Chat nutzen. Könnt Sie natürlich zwischendurch schon schreiben, falls Sie aufkommen, alternativ einfach warten. Vielleicht beantwortet nämlich der Kollege ist sowieso zum Ende mit der Roadmap, beziehungsweise komme ich noch drauf zu sprechen. Alles klar, dann legen wir jetzt mal los und kommen zum Thema eben Anforderungen an die heutige Zeiterfassung. Hier mit ein wenig Text erstmal dargelegt. Die meisten dürften mitbekommen haben, sei es durch die Nachrichten oder weil sie damit konfrontiert werden, dieser EU-Gerichtsbeschluss, dass wir alle, also wir alle in der EU, eben ein System benötigen oder dazu verpflichtet sind, die täglichen Arbeitsstunden zu erfassen, beziehungsweise der Arbeitgeber muss dem Mitarbeitenden, dem Arbeitnehmer die Möglichkeit garantieren, eine Möglichkeit geben, dies zu tun. Und das ist natürlich etwas, was wir mit Chrono Hub absolut dann abdecken wollen. Ansonsten eben diese Umsetzung dieser Vorgabe fällt vielen dementsprechend nicht leicht, beziehungsweise sie fangen jetzt an zu suchen, wie können sie das Ganze lösen. Und das wollen und tun wir natürlich auch mit Chrono Hub. Ansonsten, ich kann es nur sagen, bei uns intern, wir haben ja auch bis dato immer CoreSuite-Time für Urlaubsanträge etc. verwendet, ist jetzt vielleicht nicht ganz so intuitiv einfach gewesen, beziehungsweise es konnte mal sehr komplex werden. Das ist natürlich auch etwas, was viele Unternehmen, die vielleicht sogar noch mit Stift und Zettel arbeiten oder anderen Möglichkeiten, verschiedenen Lösungen, es deutlich kompliziert halten. Ansonsten eben auch Überblick zu bewahren. Wie sieht es aus mit einer gewissen Transparenz zum Thema Abwesenheiten, Urlaube, gerade auf Niveau des oder Niveau auf in der Rolle des Managers, der wiederum danach sucht. Und dann ist auch eins dieser Themen ein weiteres Login, eine weitere Lösung. Die Mitarbeiter neigen ja sowieso dazu, immer ein Passwort für alles zu nutzen. Und sobald sie hören, ich muss noch ein System, noch etwas nutzen, wird es immer komplexer. Und auch da versuchen wir hoffentlich einheitlich viele Dinge abzugreifen mit Chrono Hub. Das sind so die Hürden, die wir soweit mitgenommen haben in Gespräch mit Partnern, Endkunden. Und diese wollen wir natürlich mit Chrono Hub lösen.
die Erwartungen der Nutzer selber. Um darauf noch kurz einzugehen, wir haben uns jetzt hier sozusagen fokussiert auf die zwei Bereiche Arbeitnehmer, also Mitarbeiter und den Arbeitgeber. Für die Mitarbeiter ist natürlich wichtig, dass er alle Informationen, Thema Urlaub, Feiertage, Arbeitsstunden, Überstunden etc. sehr schnell auf einen Blick sieht, ohne dass er da tausende Klicks machen muss. Es sollte natürlich benutzerfreundlich sein, intuitiv, dass wirklich jeder sehr einfach und direkt damit arbeitet, ohne dass er ellenlange Schulungen braucht. Und natürlich ist das, die Nutzung dieser Lösung, nicht dafür gedacht, dass das lange geschieht, weil es ist letztendlich in Anführungszeichen nur Administration und normalerweise nicht die Arbeit des eigentlichen Mitarbeiters. Auf Seiten des Arbeitgebers wiederum, man möchte natürlich, wenn es dann um Genehmigungen für Urlaube geht oder man möchte sehen, wie sieht es denn um die Mitarbeiter aus, was die Zeiten etc. angeht, das soll ebenso schnell, einfach, ersichtlich und transparent sein. Ja, hinzu natürlich, dass man auch die Anforderungen, die ein Mitarbeiter hat. Soweit mal ein bisschen zum Thema Chrono Hub, beziehungsweise die Herausforderung, die wir damit eigentlich angehen. Und nun kommen wir zum eigentlichen Thema Chrono Hub. Also was wir damit erreichen wollen, ist natürlich die Mitarbeiterzufriedenheit steigern, indem wir eben ein einfaches Tool zur Verfügung stellen. Das ist uns intern, kann ich schon mal sagen, absolut gelungen, weil wir sind zum 1. Juli, ist richtig? Ja, 1. Juli, sind wir umgestiegen von CoreSuite Time auf Chrono Hub, was zu einer Riesenfreude innerhalb des Unternehmens geführt hat. Prozesse, die deutlich einfacher zu lösen sind. Es ist webbasiert, wir werden es gleich sehen. Eben, und das ist beispielsweise auch für mich, wenn es darum geht, Urlaube zu freizugeben, zu kontrollieren oder die Übersicht zu bewahren, deutlich schneller. Und das schauen wir uns jetzt, nachdem ich soweit ein paar Slides in der PowerPoint mit euch geteilt habe, mal in der Praxis an. Einige von euch haben das auch schon einmal gesehen, sei es an einem Summit oder sei es in einem separaten Termin. Ich gehe dazu mal kurz hier, sobald ich meinen Inkognito-Modus habe, in die Lösung rein. Dazu habe ich jetzt hier, ihr seht schon, Bookmark für Chrono Hub. Das ist also webbasiert, die Domain, die ich anwähle. Und ich habe hier eine Demo-Umgebung, also wir befinden uns jetzt nicht in der produktiven Core-Systems-Umgebung, in die ich mich einlogge. Es sei zu erwähnen, ich mache das jetzt, weil es eine Demo-Umgebung ist, bewusst per E-Mail und Login, also Passwort. Aber ihr seht schon hier unten, wir haben auch die Möglichkeit, sich mit Azure einzuloggen, beziehungsweise via Azure. Bedeutet, wenn ich mich am Morgen an meinem Laptop einlogge bei der Core Systems und dann im Anschluss auch arbeite mit Office etc. Ich kann den User sozusagen nutzen oder es ist identifiziert, sodass ich einfach Login mit Azure betreibe und direkt so in meinen User bei Chrono Hub gelange. Das bedeutet, was ich jetzt hier in diesem Fall mal mache, ist eigentlich gar nicht notwendig in der produktiven Umgebung. Da klicke ich auf Login mit Azure und bin direkt drin. Jetzt hoffe ich, dass ich es richtig geschrieben habe. Da müssten wir auch schon reinkommen. Genau. Und dann sind wir hier in Chrono Hub und im Dashboard. Und das sieht wie folgt aus. Ich habe hier wir fangen mal oben rechts an, auf der Seite den Kalender, indem ich sehe, für den Juli gibt es jetzt in dem Fall nichts Spezielles zu sehen hinsichtlich Abwesenheiten oder Ähnliches. Springe ich aber in den August, seht ihr schon, da gibt es einiges. Glücklicherweise ist am 1. August der nationale Feiertag der Schweiz. Das ist ein Feiertag, deswegen ist dieser blau markiert. Ihr seht auch hier schon die Legende. Und ich habe, und das ist die Realität, vom 16. bis zum 21. August Urlaub und der ist schon genehmigt, deswegen ist dieser grün. Wenn ich diesen noch ausstehend hätte, dann wäre dieser erstmal gelb markiert und ich würde sehen, der fehlt noch. Soweit der Kalender,
selbst. Ich habe hier noch mein Urlaubssaldo, wo ich sehen kann, wie viele Urlaubstage habe ich eigentlich, beziehungsweise einmal in Tagen, einmal in Stunden und Minuten. Um gerade mal beim Thema Abwesenheiten zu bleiben, können wir jetzt nämlich auch Folgendes machen. Ich könnte jetzt sagen, heute ist ja der 20.07. Ich beantrage einfach für morgen vielleicht noch einen halben Tag Urlaub. Dazu kann ich hier auf der linken Seite zum Beispiel mal in die Abwesenheiten gehen und dann sehe ich, dass ich ja nichts ausstehend habe. Mein Urlaub ist genehmigt, das habe ich euch ja schon im Kalender gezeigt. Abgelehnt wurde glücklicherweise nichts und jetzt erstellen wir einfach hier einen neuen Urlaubsantrag. Der Typ ist Urlaub, es könnten auch andere Absenzen sein, die man manuell festlegen kann. Und ich nehme für morgen den 21. Klar, Start-Enddatum, sagen wir mal von 8, na, machen wir mal andersrum, von 12 Uhr bis 16 Uhr den Nachmittag frei. Sekunde, noch die Bemerkung. Und trage das so ein. Und jetzt ist dieser im Status ausstehend. Und ihr seht, hier ist schon das gelbe Pünktchen. Sprich, ich sehe direkt, okay, der ist noch nicht beantwortet. Um bei dem Thema Urlaub, Abwesenheit beantragen zu bleiben, würde ich jetzt vorschlagen, ich springe mal ganz kurz auch in die Ansicht des Managers, also sozusagen meines Vorgesetzten, der das Ganze jetzt freigeben würde. Dazu wechsle ich die Rolle oder den Login auch. Sekunde, zack. Kann sein, dass ich mich, ach, ich kann ja auch einfach mich kurz ausloggen. Machen wir es so, der Richtigkeit halber. Sekunde, wechsle hier den Login. Hier sieht das Ganze natürlich sehr ähnlich aus und habe jetzt hier, wie ihr sehen könnt, bei den Genehmigungen schon so eine Benachrichtigungszahl wie auf dem iPhone oder Android, wo ich sehe, da ist was offen und da sehe ich, okay, da hat der Kollege, also sprich ich, für morgen den Nachmittag freigemeldet und kann das Ganze ganz einfach freigeben. Dann sehe ich auch, was ich bisher so genehmigt habe. Ich kann natürlich auch, ich sehe, der Cyril hat Urlaub beantragt, den lehne ich selbstverständlich ab und sehe, was abgelehnt wurde. So, dann würde ich jetzt mal zurückwechseln, schnell in meinen Account und mache dort weiter. Ups, vielleicht noch klicken, wäre auch gut. So. Jetzt sehen wir, es hat sich hier auch geändert. Nun habe ich den Tag morgen dementsprechend grün markiert. Soweit das Thema Urlaub, Abwesenheit, Kalenderansicht. Da werden wir auch noch ein bisschen was ändern. Dazu habe ich noch einen Screenshot später für euch. Kommen wir mehr zu den Arbeitszeiten. Also wenn es jetzt darum geht, ich möchte meine Arbeitszeit erfassen, da habe ich die Möglichkeit, hätte ich vielleicht auch vorher schon machen können, die Zeit zu starten. Also es ist wie eine Stoppuhr, könnt ihr euch vorstellen. Ihr seht auch hier die Information, dass ich 9:45 nun starte. Und nun zeichnet er die Zeit des heutigen Tages auf. Und ich kann sehen, okay, wie das Ganze verläuft. Und später, wenn ich das Ganze stoppe, wird er automatisch hier einen Zeiteintrag machen. Ich habe für den gestrigen Tag oder bisher für die Woche meine Zeiten fleißig eingetragen. Die Arbeitszeit waren 8 Stunden. Ich kann hier das ganz flexibel gestalten, wie ich will. Wenn ich das vorne haben möchte, habe ich das vorne. Wenn ich die arbeitsfreie Zeit eher hinten haben möchte oder nicht sehen möchte, eher weniger sehen möchte, nehme ich es nach hinten. Kann das also intuitiv so gestalten, wie ich möchte. Das Ganze geht auf Wochenebene oder Monatsebene, kann man natürlich jederzeit abändern. Nee, jetzt war ich
Ah, jetzt ist es nach hinten gesprungen. Das ist aktuell gerade hier in dieser Demo-Umgebung so, ist aber dann im produktiven Bereich nicht mehr so. Abgesehen von diesem Start-Stopp kann ich natürlich auch ganz einfach die Zeit manuell erfassen. Das heißt, ich würde jetzt hier den heutigen Tag wählen, habe in dem Fall Präsenz, also die Arbeitszeit, und sage, ich habe um 9 Uhr angefangen bis 18 Uhr, beziehungsweise da ich ja die Zeit hier gestoppt habe, beziehungsweise gestartet habe, macht es jetzt keinen Sinn, dass ich auch noch das mache. So lasst uns das doch einfach für letzte Woche, weil ich da was vergessen habe oder die Woche davor, trage ich es danach. Kann sagen, hier 8 Stunden, beziehungsweise ich war doch bis 18 Uhr da und habe eine Stunde Pause gemacht, und kann das so erfassen. Und wenn ich jetzt in den 4. Juli springe, sehen wir hier ganz normal die erfasste Arbeitszeit. Unten drunter wiederum haben wir immer die Arbeitszeit der Woche grafisch auch dargestellt. Ihr seht, für die Juliwoche oder erste Juliwoche habe ich nichts erfasst. Daher 40 Stunden Sollzeit, was ich so definiert habe, habe ich 32 schon minus und nur 8 wirklich geleistet. Schauen wir jetzt zum Beispiel hier, habe ich sogar 2 mehr geleistet. Das ist hier unten markiert. Und hier stehen wir jetzt aktuell bei 30 für die Woche. 36 ist der Soll mit dem heutigen, nee, ist der Soll aufgrund des halben freien Tags, den ich für morgen ja gewählt habe. Genau. Soweit. Jetzt sind 2, 3 Minuten vergangen. Jetzt kann ich mal die Zeit stoppen. Und jetzt werde ich gefragt, möchte ich nur pausieren, also eine Pause machen oder wirklich sagen, nee, ich bin fertig für heute. Und ich bin fertig für heute. Und dann, lasst mich mal schauen, dann sehen wir jetzt hier, sind die 3 Minuten erfasst und ich habe ein schönes Minus für den heutigen Tag. Grundsätzlich habe ich auch die Möglichkeit, alle Zeiten hier einzusehen, also egal von welchem Typ. Ist es jetzt eben Arbeitszeit, Urlaub, was auch immer? Hier kann ich jetzt nochmal aktuell sehen, eben diese Wochenstunden, beziehungsweise auch auf den ganzen Monat die Sollarbeitszeit geleisteten Stunden etc. Soweit, so gut. Abwesenheiten haben wir schon geklärt. Das waren die Urlaube. Und nun kommen wir zum noch nächsten Punkt aktuell, Thema Leistungen. Das ist, muss ich auch erwähnen, aktuell noch nicht ganz fertiggestellt. Das ist jetzt schon so ein bisschen Ausblick auf die nächsten 1, 2 Monate, was wir finalisieren. Und zwar, dass Leistungen ebenfalls erfasst werden können. Das war auch Anliegen in den Gesprächen mit vielen Partnern und auch dem ein oder anderen Kunden, dass Leistungen und Arbeitszeit nicht immer sozusagen zusammengenommen werden sollen, sondern auch getrennt betrachtet werden sollen. Denn womöglich arbeite ich 8 Stunden, aber habe nur 6 Stunden, die verrechenbare Leistung sind auf ein gewisses Projekt oder ähnliches. Also gerade hier im B1-Bereich nehmen wir doch die Kundenaufträge. Im Projektmanagement, die Projekte, Produktionsaufträge, was auch immer. Da gibt es eben die Möglichkeit, dann auf diese zu buchen. Wir werden da eine Handvoll der Objekte aus B1 auf jeden Fall für den Start ins Chrono Hub bringen, sodass das funktioniert. Und das könntet ihr euch dann so vorstellen, wenn ich hier auf Leistungen klicke, seht ihr hier beispielsweise, hier ist es jetzt eine bestimmte Sales Order. Aber dass wir dann alle Sales Orders beziehungsweise eben Kundenaufträge etc. ins Chrono Hub bringen, damit diese gebucht werden können. Ansonsten können auch Aufgaben definiert werden, neu erstellt werden. Das heißt, dass man auch diese buchen kann. Wie hier haben wir Beispiele genommen, Entwicklung, Testen und so weiter. Und hier kann ich dann alle erfassten Leistungen sehen, die ich jetzt in dem Fall auch hier unten sehe. Und das würde dann eben auch wie folgt funktionieren, dass ich einfach eine neue erstelle. Und dann kann ich beispielsweise den Kunden wählen, um den es geht.
Ich kann hier jetzt zum Beispiel sagen, es ist eine Consulting-Leistung. In dem Fall ist das Objekt fix definiert, Stand jetzt. Aber wie gesagt, zukünftig haben wir dann die Möglichkeit, das zu wählen, was wir aus B1 erhalten haben. Und sagen, für heute möchte ich beispielsweise eine Leistung von, na, Sekunde, 10 bis 12 Uhr erfassen. Ich mache es jetzt immer mit der Tastatur. Natürlich haben wir auch die Möglichkeit, hier mit diesen Reglern zu arbeiten und das so zu definieren. Und ich sage Projekt Core Systems noch als zusätzliche Beschreibung, um es klar zu machen. Und dann ist hier die Leistung. Das wäre es soweit zum Thema Leistungen erfassen bzw. Zeiten erfassen, Absenzen. Jetzt noch vielleicht ganz kurz auf die Stammdaten. Ich sehe, die Zeit läuft. Ihr habt die Möglichkeit, hier als eine Art Administrator Dinge zu erfassen, zu erstellen. Ich nehme als Beispiel Urlaubsmodelle. Können hier erfasst werden, ganz einfach. Wie viele Urlaubstage soll jemand haben? 20, 25. Können leicht definiert werden. Zielzeiten können definiert werden, 8-Stunden-Tag, 4-Stunden-Tag. Genau, Kunden können hier angelegt werden, auf die ja dann gebucht wird. Okay, aus irgendeinem Grund sehe ich die jetzt gerade nicht. Typischer Demo-Effekt, Vorführeffekt. Genauso bei den Benutzern, überraschend. So, jetzt musste nochmal klicken. Die Benutzer können hier jederzeit erstellt werden, zugeordnet werden einem jeweiligen Manager. Die Sollzeiten, Urlaubsmodelle werden dann dementsprechend angewendet. Soll dieser Super-User sein oder nicht? Also auch Thema Berechtigungen. Und ich hatte jetzt hier bei den Kunden, funktioniert es gerade weiterhin nicht, aber die könnten hier auch dementsprechend erstellt werden. Letzter Punkt. Vom Chrono-Hub, den ich jetzt eigentlich noch gern zeigen möchte. Genau. Funktionalität, die ich ganz toll finde, ist der Feiertagskalender. Gerade in Deutschland kennen wir ja das Thema. Einige Feiertage sind nicht bundesweit, sondern die gelten vielleicht je nach Bundesland. Da haben wir unser Favorit, würde ich behaupten, Bayern, die dazu neigen, den einen oder anderen Feiertag mehr zu haben als der Rest. Und damit ich nicht für jeden Mitarbeiter diese Feiertage individuell neu im Kalender eintragen muss, kann ich diese einfach mir anzeigen lassen, in dem Fall für dieses Jahr, abrufen und dann wird hier dementsprechend der Feiertagskalender generiert. Ich sehe, wo landesweite, also bundeslandweite Feiertage sind und kann diese dann hier per Klick hochladen. Beziehungsweise, wenn ich das Gefühl habe, da fehlt was oder wir haben noch mehr, kann ich da noch was hinzufügen oder natürlich jeden Einzelnen bearbeiten. Genau, das wäre es erstmal soweit zu Chrono Hub hinsichtlich der Demonstration. Ich springe mal zurück in die Präsentation. Jetzt zeigt er das wieder ein bisschen komisch an. So, so ist besser. Ich will noch ganz kurz zeigen, wie gesagt, wir arbeiten gerade dran, das schon zu optimieren. Thema Kalenderansicht beispielsweise. Wir werden hier jetzt zukünftig es ein bisschen neu gestalten, dass man zum Beispiel direkt das ganze Team sehen kann und sieht, wer hat wann vielleicht irgendwie Urlaub, sodass ich direkt sehen kann, ah, der Kollege ist nächste Woche im Urlaub. Oder man kann natürlich seinen eigenen personellen Kalender sehen. Unten seht ihr sowas wie, oh, es gibt auch offene Fragen bzw. Anfragen für Urlaub. Also kann ich direkt hier reinklicken und es springt rein in den Freigabeprozess. Also auch da, wir sind schon daran, es zu optimieren. So, wir haben jetzt noch 5 Minuten Zeit. Ich glaube, das hat ganz gut geklappt. Wir werden natürlich noch auf eure Fragen eingehen, keine Sorge. Ich würde jetzt dennoch erstmal das Wort an den Cyril übergeben, damit er noch die Chance hat, hier ein bisschen was zur Roadmap des Produkts zu sagen oder mich zu korrigieren, wenn irgendwas komplett falsch war. Aber ich glaube, insgesamt war es okay. Danke, Rafa. Ja, soweit passt es.
Ja, vielleicht noch kurz zur Roadmap für das nächste halbe Jahr im 2023. Wie wir jetzt gesehen haben in der Demo, war der Fokus in den letzten Monaten hauptsächlich auf Arbeitszeiten, Abwesenheiten. Wir haben hier auch die erste Integration eigentlich gebaut mit Terminals. Das ganze eventbasierte Clock in, Clock out, kommen, gehen, das wir gesehen haben und eben auch die Wichtigkeit des Logins, damit man hier nicht x weitere Benutzernamen und Passwörter haben muss, haben wir hier in einer ersten Phase mit Azure Active Directory GroundHub eigentlich integriert. Das war so der Fokus die letzten paar Monate, wie wir das jetzt gesehen haben, um noch weiterzugehen. Ich würde hier noch ganz kurz einsteigen wegen der Terminal Integration, die wir anbieten. Da sei auch erwähnt, dass wir da extrem nah mit Crema Anwendungssysteme zusammengearbeitet haben in der Entwicklung und auch diese schon mit ihren Terminals, die sie vertreiben für die Zeiterfassung, schon eine Gesamtlösung anbieten. Also das heißt, wenn es Unternehmen gibt, die auch in der Produktion mit Terminals arbeiten oder Interesse hätten und sagen, wir brauchen Terminals, um chipbasiert, wie es wahrscheinlich viele kennen, Check-in, Check-out und so zu betreiben, kann ich euch sagen, dass eben Crema das bereits mit ChronoHub in Verbindung anbietet als Gesamtlösung. Also da funktioniert die Terminal Integration bestens. Sorry, das wollte ich nur kurz noch mit einbringen. Sehr gerne, danke. Genau, zum Ausblick, wie erwähnt, also der Fokus momentan ist hauptsächlich in naher Zukunft, sage ich mal, wollen wir auch die ganze Lösung auf einem Tablet oder einem Mobile View anbieten. Also es wird eine Web-App bleiben, keine Native-App, allerdings auch nutzbar in Mobile Phones und Tablet-Support. Zusätzlich auch erste Notifications. Wir haben es gesehen vorher bei den Genehmigungen. Sieht man momentan Visualisierungen, dass es hier eine neue Genehmigung gibt. Allerdings noch nicht mit Notifications über E-Mail oder auch Web-Push-Notifications. Das ist jetzt geplant, speziell für diese Genehmigungsevents. Und nebst dem, ich sage jetzt mal mittelfristig, aber wir sind da auch schon dran. Wir haben auch schon erste Integrationen gemacht, ist das Effort Management, wie von Raphael erwähnt. Fokus definitiv SAP Business One und SAP FSM, damit man hier eigentlich definieren kann, welche Objekte im ChronoHub verfügbar sein müssen. Ob das wöchentlich ist oder täglich, diese Synchronisierung, das ist völlig offen, damit man nachher diese Efforts, Leistungen buchen kann auf gewünschte Objekte. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist das Reporting, das uns sicherlich die nächsten Monate beschäftigen wird. Monatliche Zeitnachweise, aber auch Datenexport über CSV-Files zum Beispiel oder diese PDF-Erstellung von Reports. Noch längerfristig, also gegen Ende des Jahres, wollen wir auch erste, ich sag mal, Insights oder so Reports anbieten, die Arbeitszeiten und auch Leistungszeiten eigentlich im Zusammenspiel haben. Also man hört viel diese Utilization, diese Auslastung, wo wird am meisten Zeit verwendet, warum und so weiter, dass man hier mehr Einblicke hat, die momentan noch fehlen in vielen Unternehmen. Und wir wollen auch, oder wir sind auch jetzt dabei, mehr Konfigurationsmöglichkeiten anzubieten, weil es sehr, sehr viele gibt, wie wir gesehen haben, schon nur mit den Feiertagen, mit den verschiedenen Modellen, Schichten und so weiter. Also wir wollen hier definitiv die ganze Lösung noch flexibler gestalten, basierend auf den gängigsten Use Cases. Das ist so geplant für eher Q4 dieses Jahres. Genau, mit dem zurück zu dir und zu Und den Fragen. genau, also eben eine Frage gab es bereits, die so ein bisschen darauf einging. Du hast jetzt auch schon erwähnt, Thema mit SAP Field Service Management. Also wird es eine Integration geben, sozusagen, dass Aufwände, Spesen, Zeiterfassungen im ChronoHub ersichtlich sind. Und können wir beantworten dementsprechend mit einem Ja. Genau, also wir
Es gibt zwei verschiedene Szenarien, sage ich mal. Es gibt das eine Szenario ist Leistungen buchen auf Objekte. Das kennt man von B1 auch, das kennt man von generell ERP-Systemen. Ich nehme jetzt mal als Beispiel auf den Kunden selber oder diese Kundenauftrag oder Service Calls, wie auch immer, das ist das eine. Das andere ist, Effort-Daten, die schon vorhanden sind, zu synchronisieren, um eine ganzheitliche Übersicht zu erhalten. Mhm. Weil wir haben oftmals der Fall, dass man im Field Service Management Department in der Abteilung, da nutzt man SAP FSM als Beispiel, da will man auch nicht eine andere Lösung. Aber viele andere Abteilungen haben diverse weitere HR-Tools oder Zeitmanagement-Tools im Einsatz und es fehlt diese ganzheitliche Übersicht. Und da sind wir dabei, genau auch diese Leistungsdaten direkt vom FSM zum Beispiel zu synchronisieren, um hier im ChronoHub eigentlich die Plattform zu bieten, um, ich sag mal, unternehmensweite Übersichten zu haben, wo die Zeiten verwendet werden und auch die Leistungen. Genau. Sehr schön. Wunderbar. So, ich sehe, dass wir zeitlich theoretisch sogar schon leicht drüber sind. Nichtsdestotrotz natürlich, wenn es Fragen gibt, sehr gerne den Chat nutzen, um diese jetzt noch zu stellen. Die Frage hier auch Zeiterfassung, Worktime ebenfalls. Das ist jetzt noch die Anschlussfrage zum Thema FSM. Also genau. Genau, das, ja. Genau, aus FSM, richtig, genau, auch das. Ja. Okay, also eben, wenn noch mehr Fragen sind, gerne jetzt eben im Chat stellen, das wird schon richtig vorgemacht. So lang, noch ein, zwei Minuten, würde ich nur einen kurzen Einblick geben. Also wir haben jetzt auch das Ganze offiziell auf unserer Preisliste, auf der CoreSuite-Preisliste, die ihr aus dem Portal ja jederzeit beziehen könnt. Es gibt eine Verkaufspräsentation, falls ihr mal eurem Kunden einfach was an die Hand geben möchtet. Wir können natürlich da auch sehr gerne gemeinsam auf Kunden zugehen oder wenn ihr das in 1:1-Session sehen möchtet, sehr gerne. Ansonsten haben wir auch ein Produktvideo aufgenommen, das seit gestern auf YouTube zu sehen ist. Ich werde euch das in Zusammenhang mit dem Link zu diesem Recording dann alles in einer Mail schicken. Es sind jetzt tatsächlich keine weiteren Fragen soweit gekommen. Ich hoffe, das liegt hauptsächlich daran, weil wir soweit alles gut erklärt und mitgegeben haben. Sollten aber jetzt noch Fragen im Nachgang kommen, sehr gerne natürlich einfach per Mail an uns senden und dann kommen wir sehr gerne auf euch zurück. Alles klar? Dann, Cyril, danke für die Zeit. Danke auch natürlich an alle Teilnehmer für die Teilnahme und ja, schönen Tag zusammen.